der Hochsetzsteller als aktive PFC. Das heißt, wir malen jetzt mal so eine Schaltung einigermaßen komplett aus, lassen jetzt das Filter weg. Ich habe hier links den Eingang, das sei meine Netzspannung. Dann haben wir unseren Brückengleichrichter mit 4 Dioden. Dann eine kleine Veränderung. Wir hätten jetzt hier üblicherweise einen Kondensator drin. Ich bezeichne den mal mit CHF. Das soll jetzt nicht dazu dienen, um eine Glättung zu machen, sondern der dient dafür, dass, wenn hier hochfrequente Ströme fließen, dass diese schon bereits teilweise gefiltert werden. Natürlich irgendwo in der Wirkung mit Induktivitäten, Impedanzen in dem Netzfilter, die wir hier vorne haben werden. Das heißt, der hier dient zum Filtern hochfrequenter Störströme, deswegen CHF. Dann haben wir eine Induktivität, aber Achtung, jetzt eine Speicherinduktivität, wie beim Hochsetzsteller und nicht eine eigentliche PFC-Induktivität, dann hier einen Schalter nach Masse und zum Ausgang hin die Diode auf einen Kondensator und dort dann die Last angeschlossen, wobei das meistens dann noch weitere elektronische Schaltungen sind. Das heißt jetzt hier bloß vereinfacht als einzelner Widerstand dargestellt. Das wäre dann unsere Ausgangsspannung UA, die wir dort haben. Was uns interessieren wird, ist dann der Strom in der Induktivität IL. Tatsächlich haben wir hier eine Eingangsspannung des DC-DC-Wandlers, die bezeichne ich mit UE. Die wird der Betrag der Netzspannung sein. Und wir haben also vom Aufbau her diesen Hochsetzsteller bzw. Boost-Converter, der auf den B2-Gleichrichter folgt. Und jetzt muss man noch eine Ergänzung machen. Dieser Ausgangskondensator ist jetzt speziell CA. Dieser Ausgangskondensator muss als Energiespeicher dienen für die Netzfrequenz bzw. für die doppelte Netzfrequenz und nicht nur die hochfrequenten Ströme, die durch die Diode fließen, hier an dieser Stelle rausfiltern. Das liegt daran, wenn wir hier den Verlauf betrachten für diese aktive PFC, das gilt ganz allgemein am einphasigen Netz, und ich würde jetzt hier drunten mal den Verlauf der Momentanleistung skizzieren, dann wissen wir bei so einem einphasigen Fall mit sinusförmigen Wechselströmen, Wechselspannung, das heißt hier ohmscher Last am einphasigen Netz, hätten wir hier das Verhalten, dass sozusagen diese gesamte Schaltung, wenn das so funktioniert, dass die Strömverläufe proportional zum Spannungsverlauf sind, hätten wir einen pulsierenden Verlauf, weil wir zeitweise Spannung und Strom gleichzeitig null haben und zeitweise die Maximalwerte von Strömen und Spannung haben. Tatsächlich bildet man hier den Verlauf der Momentanleistung, kriegen wir einen Verlauf, der ein Sinus bzw. Cosinus ist bei der doppelten Netzfrequenz und so pulsierend ist, dass wir um die mittlere Leistung herum diesen pulsierenden Verlauf haben und wir deswegen natürlich eine pulsierende Leistung entnehmen, wo der Maximalwert und der Minimalwert verschieden ist von der mittleren Leistung, die wir aber eigentlich abgeben wollen, wenn wir bei so einem DC-DC-Wandler eine konstante Ausgangsspannung haben. Und tatsächlich muss jetzt dieser Ausgangskondensator, das heißt hier in dieser Schaltung bzw. bei dem Hochsetzsteller allgemein, der muss jetzt sozusagen hier diese Lücken füllen. Das heißt, in der Phase, wo wir eine größere Momentanleistung in der Netzzuleitung haben, nimmt der Ausgangskondensator Energie auf, lädt sich auf und wird dann in der Phase, wo wir eine kleinere Momentanleistung dem Netz entnehmen, das heißt in der Nähe der Strom-Null-Durchgänge und Spannungs-Null-Durchgänge, dort dafür sorgen, dass die Ausgangsleistung konstant weiterfließen kann, diese mittlere Leistung am Ausgang, und muss deswegen sozusagen diese Energiedifferenz puffern. Das heißt, der wird üblicherweise einen deutlich anderen Wert haben, als wenn wir den nur aufgrund der Impulsströme dimensionieren würden und deswegen auch eine deutlich größere Baugröße haben. Das ist üblicherweise der größte Kondensator, den wir dort in so einem Netzteil drin haben, wenn wir dort eine einphasige Schaltung betrachten. Das heißt, üblicherweise deutlich größer als das, was ich ergeben würde, nur aufgrund der Schaltfrequenz. Und die Idee ist jetzt hier, wenn wir wieder zurückkommen zu diesem Hochsetzsteller, der Schalter S wird jetzt PWM moduliert ein- und ausgeschaltet und bestimmt damit den Stromverlauf in der Induktivität. Das heißt, die Idee ist, beim Hochsetzsteller durch PWM wird der Stromverlauf IL geregelt, und das geschieht so, dass man als Referenz die gemessene Eingangsspannung hier nimmt, beziehungsweise die gleichgerichtete Netzspannung, um damit auch den Strom im Netz sinusförmig dem Netzspannungsverlauf nachzuführen. Wie kann man sich das vorstellen? Ich möchte den Hochsetzsteller jetzt mal betrachten in diesem Fall für zwei Schaltzustände.
Das heißt, wie im CCM-Modus hatten wir gesagt, es gibt den Schaltzustand 1, wo der Schalter 1 ist und die Diode aus. Und es gibt den Schaltzustand 2, wo der Schalter aus ist und die Diode ein. Und wir wollen jetzt in diesem Fall die Spannung an der Induktivität betrachten. Das heißt, ist der Schalter ein und die Diode aus, kriegen wir hier vorne die Spannung UE und über dem Schalter natürlich eine Spannung von 0 Volt. Das heißt, die Spannung an der Induktivität wird hier sein UE minus 0 Volt, also gleich UE. Es gilt aber, dass hier UE der Betrag der Netzspannung ist, die gleichgerichtete Netzspannung, weil tatsächlich ist das ja hinter dem Brückengleichrichter, hier kann keine negative Spannung sein, das heißt, hier können bloß eine positive Spannung sein, wird, wenn jetzt hier dieser Stromverlauf sinusförmig ist in Phase mit der Netzspannung, wird hier die gleichgerichtete Netzspannung sein, tatsächlich in der Nähe der Stromnulldurchgänge etwas verzerrt durch diesen Hochfrequenzfilterkondensator. Aber wir können zunächst mal sagen, okay, tatsächlich, wir haben hier eine positive Spannung, die an der Induktivität angelegt wird. Und das bedeutet hier, UL ist größer als 0 und damit wegen der Grundgleichung der Induktivität, UL ist gleich LD, IL nach DT, heißt das, dass die Stromänderung in der Induktivität auch größer als 0 ist. Das heißt, wir benutzen jetzt diesen Hochsetzsteller so, dass wir sagen können, in diesem Zustand kann ich den Strom IL regeln, sodass der zunimmt. In der Einschaltphase des Schalters wird immer eine positive Spannung an die Induktivität angenommen und der Strom nimmt hier zu. Betrachten wir jetzt den zweiten Zustand, dann ist dort der Schalter geöffnet, mache ich mal hier als Unterbrechung rein. Hier vorne wird natürlich weiterhin die Netzspannung anlegen, UE, die ist größer als 0, wie hier auch, ist wieder der Betrag der Netzspannung. Zum Ausgang hin wird jetzt aber die Diode leitend sein und wir kriegen dann hier am Ausgang die Parallelschaltung aus Kondensator und Last, wo die Spannung UA an der Last abfällt. Und wir könnten jetzt hier wieder die Spannung an der Induktivität aufstellen. UL ist dann UE minus UA. Und jetzt ist es so, beim Hochsetzsteller ist ja die Ausgangsspannung größer als die Eingangsspannung. Und üblicherweise wird man jetzt bei diesem Hochsetzsteller die Ausgangsspannung so regeln, dass wir eine Ausgangsspannung kriegen, die für alle Zeitpunkte größer ist als der Maximalwert der Netzeingangsspannung, weil hier ja natürlich UE weiterhin Betrag U-Netz ist. Wenn jetzt aber zu jedem Zeitpunkt die Ausgangsspannung größer ist als der Spitzenwert der Netzspannung, dann wird jetzt hier UL immer einen negativen Wert haben. Na, UL ist UE minus UA, aber UA ist so gewählt, dass es vom Betrag her größer ist als der größtmögliche Momentanwert der Netzspannung. Damit ist dieser Ausdruck immer kleiner als 0 und daraus folgt jetzt letztlich wieder mit der Grundgleichung der Induktivität, dass jetzt der Strom DIL nach DT bzw. DI nach DT kleiner als 0 sein wird. Und wir können über diesen Schaltzustand jetzt einstellen, dass der Strom hier abnimmt von einem Maximalwert. Und wenn wir jetzt zwischen diesen beiden Zuständen hin und her schalten, können wir damit den Stromverlauf regeln. Das heißt, die Idee ist jetzt, erstmal kurz so skizzieren, über eine Netzperiode. Ich werde jetzt hier den Stromverlauf IL. Dann sage ich, okay, ich schalte ein den Schalter, um den Strom größer zu kriegen. Dann schalte ich aus, schalte wieder ein, schalte aus, schalte wieder ein. Und dann kann sich schon so vorstellen, ja, tatsächlich durch Variation der Einschaltzeit und der Ausschaltzeit kriegen wir dann hier eine Zu- bzw. Abnahme des Stromes, die wir steuern können. Das heißt, hier jeweils kann ich sagen, hier ist S ein und hier ist jeweils D ein. Und ich muss bloß über eine Netzperiode jetzt das Tastverhältnis variabel gestalten, dass jetzt hier an der Stelle der Strom zum Beispiel dieser gleichgerichteten Netzspannung oder dem Wert der Netzspannung folgen kann. Und wenn man das dann vergleicht, das hier wäre die Netzspannung U-Netz, würde man hier sehen, okay, dieser Strom hat als Mittelwert einen Anteil, der jetzt eventuell proportional ist zur Netzspannung und damit kann ich über das Hin- und Herschalten zwischen diesen beiden Zuständen über PWM den Verlauf des Netzstromes regeln. Das ist die grundsätzliche Idee für diesen Hochsetzsteller, wenn wir hier damit eine aktive Leistungsfaktorkorrektur machen wollen. Das heißt, der Schalter wird pulsweitenmoduliert ein- und ausgeschaltet, aber jetzt nicht mehr direkt so, um die Ausgangsspannung auf einen konstanten Wert zu regeln, sondern primär erstmal so, um den Eingangsstromverlauf der Netzspannung nachzuregeln. Das heißt, dem Verlauf der Netzspannung nachzuregeln, weil beim Einschalten wir den Strom zunehmen lassen können, beim Ausschalten den Strom abnehmen lassen können. Damit können wir den Verlauf des Stromes steuern und dadurch können wir jetzt den Leistungsfaktor in dieser Schaltung verbessern.